Gerade stand das Facelift des GLC auf dem Genfer Autosalon. Da schiebt Mercedes wenig überraschend das geliftete GLC Coupé nach. Optisch ist das Mittelklasse-SUV an den veränderten, nun serienmäßigen LED-Scheinwerfern und Rückleuchten mit neuer Grafik zu erkennen. Im Innenraum gibt es jetzt digitale Instrumente, ein auf 10,25 Zoll vergrößertes Zentraldisplay, das nun mit Touch-Funktion ausgestattet ist. Zudem ist das moderne MBUX-System auch für das GLC Coupé lieferbar. Ganz neu ist die Energizing-Komfortsteuerung, die das Ambientelicht, die Klimatisierung sowie die Massagefunktion der Sitze verbindet und je nach Stimmung des Fahrers aufeinander abstimmt. Zum Marktstart des Facelifts im Sommer erfüllen bereits alle Diesel die ab 2020 vorgeschriebene Euro 6D Abgasnorm. Die Benziner werden durch ein 48 Volt Bordnetz elektrifiziert. Zunächst sind nur Vierzylindermotoren erhältlich, zwei Benziner mit 197 und 258 PS sowie drei Diesel mit 163, 194 und 245 PS. Im Laufe des Jahres folgen die 6 und der AMG Achtzylinder. Neu an Bord sind weiterentwickelte Assistenzsysteme. Der aktive Lenkassistent etwa bildet im Stau automatisch eine Rettungsgasse. Die Preise des GLC Coupé sollen durch das Facelift kaum steigen und dürften bei etwa 51.000 Euro beginnen.